Es weihnachtet sehr beim Wuppertaler SV. Heute startet unsere... Frank Niederhoff ist auch dabei mit dem schönen WSV-Adventskalender für 6,95 Euro. Genau, 6,95 Euro. Schnell kaufen sind die letzten. Rathausgalerie, letzte Möglichkeit. Zack, zack, zack. Auf geht's. Und es startet die Weihnachtslosaktion. 20 Euro kostet ein Los. Und damit könnt ihr zum einen mitmachen bei der großen Verlosung. Jedes Los gewinnt attraktive Preise. Die werden nach und nach auf der Facebook-Seite des WSV vorgestellt. Und man kann mit diesem Los noch was Gutes tun. Zwei Drittel des Erlöses gehen an Kindertal, an die Hilfsaktion, außerdem ans Kinderhospiz und auch an die WSV-Jugend. Ein Drittel geht an den WSV. Also macht auf jeden Fall mit. Die Preise werden nach und nach vorgestellt. Zum Sportlichen. Letztes Heimspiel im Jahr 2015. Zu Gast ist Germania Ratingen mit einem Ex-WSVer auf der Trainerbank mit Peter Radojewski. Beim WSV ist Daniel Gataric zurück nach seiner Verletzungspause. Gaetano Manno wird dagegen weiterhin geschont und in der Startformation ist auch Davide Leikauf. Ob er heute auch getroffen hat, seht ihr hier bei WSV TV. Wir betreten beide Mannschaften das Feld, auf die Gäste von Germania Ratingen. Und unsere Mannschaft, Jeffrey Solo!
Davide Leikauf, der WSV gewinnt 5:2. Erstmal Gratulation dazu. Hast du beim ersten Tor mitgezählt? Wie viele Sekunden waren es nach Anpfiff? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Ball eigentlich schlecht nach vorne gespielt wurde nach dem Anstoß, wo ich schon gedacht habe, er ist eh weg. Und dann klärt Söding ihn so ein bisschen schlecht. Und dass ich den natürlich so bombastisch treffe, hätte ich selber nicht gedacht, aber ich habe es einfach versuchen. Ja, es war nach 14 Sekunden, glaube ich. 14, dann wow, das zweite Tor von dir in der 5. Minute, ja. Also auf jeden Fall ein knaller Start. War das so geplant und so zu erwarten? Ja gut, das ist natürlich praktisch für uns gelaufen. Wir wollen von Anfang an immer Druck geben und auch nach vorne spielen. Und ich denke mal, das ist uns gut gelungen. Mit 2-0 nach 5 Minuten hätte jetzt hier keiner gerechnet, aber es war ein super Nebeneffekt, der uns auch nach vorne gepusht hat. Wir hatten wahnsinnig viele Chancen. War das so ein perfekter Abschluss der Heimspiele in diesem Jahr? Ja, ich denke schon, 5-2 nicht in die Pause zu gehen, aber aus dem Stadion hier raus und dann letztendlich auch als Herbstmeister fast schon festzustehen, ist einfach wunderbar. Und wir freuen uns jetzt über den Sieg, aber jetzt ist Mittwoch schon wieder das nächste Spiel im Pokal und da ist jetzt unser Fokus drauf. Bis Mittwoch in Essen. Danke, David. Danke dir. Schönen Sonntag noch. Lukas Fädler, Gratulation, 5:2 gewonnen. Wie war das heute für dich, gegen deinen Ex-Verein hier zu gewinnen? Ja, natürlich was Besonderes. Wir mussten auch ganz schön kämpfen, war allein den Platzverhältnissen geschuldet. Insofern war das ja ein Spiel, was für mich noch mehr über die Einstellung kam. Und ja, klar, macht natürlich Bock gegen die alten Kollegen, gegen Kater, gegen Rado, gegen Leute, die man kennt aus dem Umfeld. Da hat man natürlich nochmal richtig Lust. Ja, und ich denke, das haben wir auch ganz gut auf den Platz gebracht. War insgesamt doch ein gutes Offensivspektakel des WSV, kann man so sagen? Ja, kann man so sagen. Ich denke, das war auch ein bisschen den Platzverhältnissen geschuldet. Ist natürlich nicht einfach, klar, aus der Abwehr rauszuspielen, auch für Rating nicht. Sodass dann immer wieder Gegenpressing-Situationen entstanden sind. So sind ja auch dann ein paar Tore gefallen. Und ja, bei uns läuft's. Also machen wir Tore. Letztes Heimspiel im Jahr 2015. Wie war dieser Abschluss für dich der Heimspiele in diesem Jahr? Ja, natürlich toll. Wir haben eine super Heimserie hingelegt, haben seitdem, was war das, dritter Spieltag dagegen West nicht mehr. Also ich meine, glaube ich, alles zu Hause gewonnen, gefühlt. Und es ist natürlich immer eine tolle Sache, hier zu Hause zu spielen, dann noch gegen den alten Verein mal auf der richtigen Seite zu stehen. Und ja, dementsprechend hat es total Bock gemacht. Wir haben uns ja auch extra Mühe gegeben, uns zu bedanken. Dann haben die Ultras noch was gemacht. War ein toller Tag. Ich glaube, jetzt eine Riesenstimmung, auch gleich in der Kabine, kann ich mir vorstellen. Wie schafft man es trotzdem jetzt, die Konzentration hochzuhalten? Mittwoch geht es weiter im Pokal, Viertelfinale bei Schwarz-Weiß Essen. Also die Konzentration hochzuhalten war in den letzten Wochen eigentlich nicht unser Problem. Wir haben uns super als Mannschaft gefunden und man hat auf dem Platz das Gefühl, es läuft, jeder kämpft für den anderen. Man macht sich keine Sorgen mehr, selbst wenn man in Rückstand gerät. Ich habe selbst gegen Meerbusch hat man das auf dem Platz gefühlt, man kriegt das 1-0 hinten rein und es interessiert eigentlich keinen auf dem Platz. Wir wollten unbedingt das Spiel gewinnen und spielen unseren Stiefel weiter und gewinnen das Ding. Insofern mache ich mir darüber gar keine Sorgen, dass wir die Konzentration nicht hochhalten würden. Und wenn, dann bringt uns der Stevie schon auf Trab. Das glaube ich auch. Jetzt darfst du auch mit auslaufen. Viel Spaß. Ja, scheiße. Danke dir. Macht's gut. Danke. Nein, Edis, du musst nicht.